Lab2-Computer werden mit über 300 Lern- und Office-Programmen ausgerüstet. Hier können wir natürlich jetzt nur einen kleinen Überblick geben. Alle Programme findet man unter Applications. Das ist dann nach Themen geordnet: Zubehör, Bildungsprogramme, Lernspiele und so weiter. Alleine unter dem Bildungsbereich gibt es also vom Vorschulalter bis zum Abiturniveau Programme. Es können virtuelle Physiklabore gebaut werden, Elektrotechnikübungen, Bruchrechnen, aber auch für kleinere Kinder zum Beispiel ein Programm, wie funktioniert eine Tastatur, wie funktioniert eine Maus, wie funktioniert Rechnen oder Schreiben. Ich muss jetzt hier etwas kaufen. Wenn ich es richtig mache, lacht der Clown. Wenn es falsch läuft, weint der Clown. Man kann die Musik übrigens auch abschalten. Dann gibt es Lernspiele. Auch hier sehr interessante und schöne Sachen. Mestux zum Beispiel, dort muss ich Rechenaufgaben innerhalb einer bestimmten Zeit lösen. Oder dann im Office-Bereich gibt es den Writer als Word-Gegenstück, um zu schreiben. Natürlich dann auch in verschiedensten Landessprachen, in dem Fall haben wir es jetzt mal hier in Englisch, aber die meisten Programme gibt es auch in den jeweiligen Landessprachen. Dann gibt es mit Calc hat man quasi das Excel-Gegenstück, Impress ist das PowerPoint-Gegenstück. Es gibt für mathematische oder Zeichenübungen auch Tools oder auch ein Datenbank-Tool. Es gibt Programmierübungen. Für Sound, Video und Audio gibt es entsprechende Programme. Für barrierefreie Zugriffe gibt es also auch entsprechende Screenreader, da werden Bildschirminhalte vorgelesen. Eine sehr sinnvolle Ergänzung mit dem eLinks-Browser, der dann über Bookmarks zum Beispiel kann man hier direkt in die hinterlegten Lerninhalte rein und kann sich das mit einem Screenreader dann vorlesen lassen. Also da gibt es auch sehr interessante Tools. Xova, da gehe ich nochmal in einem eigenen Content-Tutorial drauf ein. Hier nur der Hinweis, es gibt dort ein Programm für Offline-Wikis. Da kann man also über 800 Wikis verwenden, ohne Internetzugang, kann die aufspielen und Benutzer können die also können da drin lesen. Es gibt auch verschiedene Verwaltungsprogramme oder Einstellungsprogramme. Es gibt ein Welcome Center, das euch durch den Desktop führt, den Mate Desktop oder Mate Desktop. Da könnt ihr also auch lernen, was an der Oberfläche, an den Bedienelementen noch einzustellen ist. Und ihr habt hier die Möglichkeit, jederzeit auch das Look and Feel zu ändern. Wir haben jetzt hier eine Windows-ähnliche Oberfläche genommen, aber ihr könnt das Gerät auch aussehen lassen wie ein Apple oder wie andere Geräte. Ansonsten wünschen wir euch viel Spaß und wenn ihr weitere sinnvolle Programme findet, die aufgespielt werden sollten, dann meldet euch gerne.